Die Liebe ist wie das Leben selbst, kein bequemer und ruhiger Weg, sondern ein großes und wunderbares Abenteuer. Ich liebe es, dass du dich auf Dinge einlässt, die mir wichtig sind. Ich liebe es, mit dir jeden Moment meines Lebens gemeinsam zu verbringen. Mit dir macht alles mehr Spaß. Ich liebe es, mich mit dir zu unterhalten. Obwohl wir uns schon fast unser halbes Leben kennen, gehen uns nie die Geschichten aus und wir lernen ständig Neues übereinander. Und manchmal brauchen wir auch keine Worte, um genau zu wissen, was der andere gerade braucht. Journeys end in Lovers Meeting. Seit dem Moment, in dem wir uns getroffen haben, habe ich mich verankert und angekommen gefühlt. Aber unsere Reise ist in dem Moment nicht zu Ende gegangen. Es ist jeder Tag und jeder Moment, den du mit mir gemeinsam zu einem wundervollen machst. Ich verspreche dir, ich liebe dich heute, ich liebe dich morgen, an diesem Ort und in jedem Winkel des Universums. Ich habe in dir wirklich eine wundervolle Prinzessin gefunden. Aber du bist nicht nur eine Prinzessin. Du bist tapfer, entschlossen und hilfsbereit, so wie Mulan. Du sorgst dich um die Umwelt, deine Mitmenschen, Pflanzen und Tiere, so wie Vaiana. Du siehst immer das Beste in Menschen, so wie Belle. Du bist neugierig und hast große Träume, so wie Ariel. Du bist optimistisch, abenteuerlustig und ein richtiges Energiebündel, so wie Rapunzel. Du bist nicht nur eine Prinzessin, sondern meine perfekte Prinzessin, wie ich sie mir nicht besser vorstellen könnte. Ich freue mich darauf, für den Rest unseres Lebens deine Stütze, dein Partner und dein Anker zu sein. Egal was kommt. Gemeinsam können wir jedes Hindernis überwinden und unser Leben genauso gestalten, wie wir es wollen. Ich liebe dich. Wenn ich jetzt in eure Augen blicke, dann sehe ich, wie diese heute an eurem Freudentag vor Glück leuchten. Dann sehe ich auch, dass daraus Liebe spricht. Und heute wollt ihr eure Liebe ganz offiziell besiegeln mit dem Ja-Wort. Ihr seid an dem Punkt angekommen, wo einfach alles perfekt passt. Es ist der perfekte Moment. Die Liebe besteht nicht darin, dass man einander ansieht, sondern dass man gemeinsam in die gleiche Richtung blickt. I'm not afraid to die.
Erinnern an diesen besagten Abend im Matrix. Die Martina war damals noch 15, das Matrix war ab 16. Martina ist mit meinem Ausweis reingegangen. Dass wir beide blond waren, hat offenbar ausgereicht als Gemeinsamkeit. Und ja, das war damals ein sehr feuchtfröhlicher Abend, wo die Martina beim Eiswürfelspiel das erste Mal schon Thomas' Lippen berührt hat. Und was mit dem Eiswürfelspiel im Matrix begonnen hat, ist jetzt schon 15 Jahre her. Ein halbes Leben sozusagen. Damals hätte sich wahrscheinlich auch niemand gedacht, dass wir heute da sitzen. Aber ihr habt es euch einfach gefunden. With every star.